Hallo und herzlich willkommen zu Mickeys und Mallorys Filmuniversum und zu einer neuen Folge unseres, sagen wir mal, unserer Sammel-Overview. Ich weiß nicht, ob er jetzt Sammel-Overview am Ende nachher im Titel stehen haben wird, aber wir wollen euch heute mal unsere komplette Funko-Pop-Sammlung vorführen, wie ihr dem Titel ja auch schon entnehmen könnt, denn wir haben da so einiges angesammelt. Und ich hoffe, wir haben auch alles vor allem zusammengesammelt, denn die sind hier in unserer Wohnung sehr zerstreut, sage ich jetzt mal. Ne? Also nahezu jedes Zimmer hat eine Funko Pop, fast. Die Küche nicht. Und das Klo. Die Toilette auch nicht, noch nicht. Aber ansonsten sind sie gut verteilt, überall, wo sie hinpassen halt. Ne? Und ja, wir haben sie so ein bisschen sortiert. Ich denke mal, wir zeigen euch am Ende mal, wie es ausschaut. Sie stehen jetzt hier, also wenn man nach da gucken würde, also wenn man die Kamera anklappen würde und nach da gucken würde, stehen die so hier wirklich einmal komplett im Kreis mit drei Reihen. Ich habe noch nicht gezählt, aber es sind einige. Ich würde sagen, wir fangen an. Kategorie, was wollen wir als erstes nehmen? Wir haben ja unterschiedliche. Schlag was vor. Wollen wir hier links anfangen mit der, ich glaube, am häufigsten vertretensten Kategorie überhaupt? Denn wir haben einige... Ich meine, Schön und das Biest. Genau. Wir haben einige Funko Pops aus dem Bereich Horror, wenn man so will. Beziehungsweise halt, ja, Horror. Wirklich, man kann es eigentlich direkt sagen, Horror. Da haben wir die meisten und ich fange mit dem kleinen Kerlchen hier links an. Das erste Exemplar für euch ist der Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Die Verpackung kann ich euch jetzt nicht zeigen, die ist auch, also die alle Verpackungen sind hier nahezu im ganzen Haus versteckt. Und deswegen, die Mühe haben wir uns jetzt nicht gemacht, aber es ist halt Leatherface. Das kann man ja sehen, der Original Leatherface. Der Original Leatherface. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer diese Funko Pop hat. Da sieht man auch gleich das Typische einer Funko Pop Figur. Großer Kopf, kleiner Körper, alles sehr verniedlicht. Ne? Also man hat eigentlich gar nicht wirklich Angst vor diesem Kleinen. Man denkt so, Gucci, 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 ne? Braves Kerlchen. Nein, Spaß beiseite. Hier auch mit Blut an der Kettensäge. Ne? Es gibt ja nicht nur normale Funko Pops, also es gibt eigentlich nur normale Funko Pops, die sind irgendwie alle irgendwie sehr normal, aber es gibt da halt Exklusiveditionen. Davon haben wir auch ein, zwei, wo wir es wissen, dass es eine Exklusivedition ist. Die sieht eigentlich fast schon genauso aus wie ohne Exklusiv. Aber es ist dann etwas Besonderes dran, dazu dann aber an geeigneter Stelle. Also mir fällt gerade nur einer ein, ich gebe es zu. Aber wenn es soweit ist, dann zeige ich euch, was ich meine. Also die sind dann gleich, aber dann ist da zum Beispiel Blut dran. Ne? Obwohl die normale Funko Pop halt kein Blut dran hat und das ist dann die limitierte. Ich glaube, wir haben jetzt hier nicht so die hochexklusiven Funko Pops in unserer Sammlung. Aber einige sind halt schon ausverkauft und ich denke mal, einige sind schon ausverkauft und das macht es dann umso exklusiver. Also, Nummer 1, Leatherface. Ich lasse den mal hier so liegen. Vielleicht passen die alle rein. Ich glaube es nicht, aber vielleicht. Mal schauen. So. Nicht mal ansatzweise. Ach, ganz vielversprechend aus. Nein, wird nicht passen. So, ich reiche dir mal rüber. Du darfst die nächsten reinhalten und was dazu sagen. Ich möchte nichts dazu sagen. Du. Okay. Also, hier haben wir den guten Pinhead aus dem Film Hellraiser. Ist relativ neu. Ich denke mal, die aufmerksamen Zuschauer wissen, dass wir das erst zu Weihnachten quasi gekauft haben, beziehungsweise ich habe es zu Weihnachten verschenkt. Ansonsten gibt es von Pinhead zwei Varianten. Es gibt eine, die steht normal mit den Händen, sage ich jetzt mal, nach unten. Ah, nee. Ja gut, können wir jetzt nicht zeigen, aber die Hände sind halt so über Kreuz am Körper. Ne? So, ja, ich kann jetzt gerade nicht zeigen, ihr seht mich ja nicht. Und wir haben hier den mit den Würfeln in der Hand. Den hattest du dir am meisten gewünscht, ne? Den anderen wollen wir uns irgendwann auch noch holen, aber derzeit ist der noch nicht in unserer Sammlung. Das ist zum Beispiel eine der eher, ja, selteneren, ne? Nicht unbedingt teuren, aber doch eher selteneren. Den sieht man nicht jetzt alle Tage im Laden. Also wir haben ihn eigentlich noch nicht einmal im Laden gesehen. Ich habe den online bestellt. Nur der andere war im Laden. Der andere, der ist häufiger im Laden zu finden, zumindest. Zumindest in denen, wo wir gucken. Ne? Meistens kann man hier den Kopf bewegen. Also ich in dem Fall bewege den Körper, aber ne? Man kann den Kopf ein bisschen verstellen. Aber manche haben auch so einen Wackelkopf. Die mag ich ehrlich gesagt nicht so ganz. So, mal gucken, wie viel reinpassen und wenn es irgendwann voll ist, dann nehmen wir sie wieder raus. Ich mache dann weiter mit
ja, nehme ich einfach mal den hier, warum nicht? Dem haben wir gestern erst geguckt, den Film, den zweiten Teil. Ne? Den guten Chucky. Da gibt's eine Special Edition, das weiß ich, den haben wir aber nicht. Die ist mit Blut. Also da ist dann, glaube ich, am Messer Blut und er ist auch ein bisschen bespritzt mit Blut. Das weiß ich. Bei dem weiß ich das. Das ist noch nicht die Chucky und seine Braut. Version, ne? Oh, das weiß ich gerade echt nicht. Weil bei Chucky und seine Braut hat er ja noch viel mehr Narben und die Haare stehen. Ich glaube, auf der Verpackung war auch wirklich nur Chucky. Also es gibt von vielen Funko Pops halt unterschiedliche Figuren, Versionen. Da kommen wir nachher auch noch zu einem guten Beispiel. Und ich meine übrigens den da für Thomas, nur mal angedeutet. Oder den da. Ja gut, den gibt's auch mehrmals, genau. Und ja, der Chucky, auch ein Kult. Also wir haben uns versucht, halt bei den Kult-Funko-Pops von jedem einen zu holen. Uns fehlt noch der Michael Myers, den wollen wir auf jeden Fall haben. Und was halt noch so rauskommt. Ne? Du spekulierst dann so ein bisschen mit Carrie, ne? Du hast ja gesagt, die ist ganz cool. Dann könnte man sich und auch nochmal holen. Annabelle müsste man sich eigentlich auch holen. Ah ja, wäre auch noch eine interessante. Aber du hast jetzt, komm, den Namen kannst du sagen. Hilf mir. Jack. Sagt ja, hier ist Jackie. Genau. Oder auch Jack Nicholson. Ne? Ja. Aus Shining, die Variante. Ich weiß nicht, ich glaube. Nachdem er dem Hausmeister umgebracht. Oh, Spoiler. Ich weiß gar nicht, inwieweit da jetzt eine Special Edition gab. Ich glaube. Eine ohne Blut, ne? Ich glaube nicht. Also, das Bekloppte ist halt wirklich. Macht ja eigentlich keinen Sinn ohne Blut. Es bekloppt es echt, diese Funko Pops gibt es halt exklusiv bei GameStop, exklusiv auf der Comic-Con, weiß ich wo, in San Diego, exklusiv hier, exklusiv da. Exklusiv New Yorker Comic-Con. Lustigerweise findet man die aber trotzdem irgendwie in jedem Laden. Die war doch auch irgendwo exklusiv. Ja, die hier, ne? Mhm. Ja, Walmart. Also, wir kommen später dazu. Ich glaube, es war Walmart. Ich glaube, da war nichts Exklusives. Aber hier sieht man auch mal einen Größenunterschied. Ne? Chucky ist ein bisschen, also ist ja auch kleiner, weil es eine Puppe sein soll, aber ist auch kleiner als... Genau. Also da gibt es auch Größenunterschiede. Es gibt auch riesige Funko-Pops. Dann auch ein Muss in unserer Sammlung. Steht in der Vitrine bei uns. Der Billy aus Saw. Ich denke mal... Die Billy-Puppe. Die Billy-Puppe, halt die auf dem Dreirad. Ich weiß, ich glaube, da gibt es auch eine Funko-Pop mit Dreirad. Ein bisschen größer. Aber ja, wir haben die normale kleine Variante. Passt gut zu dem Billy auf dem Dreirad, in groß. Dann mache ich mit dem guten Gefährten hier weiter. Der steht übrigens echt nicht gut, ne? Ich weiß, der ist gerade echt ein paar Mal umgekippt, ne? Also man muss halt so aufpassen, ja, beim Hinstellen. Müssen wir mal gucken nachher, weil der steht auf gefährlichen Höhen. Hier, den Freddy Krueger. Krueger, genau. Den guten Freddy Krueger. Robert England, da gibt es auch ein oder zwei Varianten? Nee, den gibt es nur. Den gab es nur so. Gut, vielleicht gibt es da auch mehr als. Es könnte einen aus New Nightmare geben mit den fünf Feinden, aber. Genau, hier haben wir die Varianten. Die meisten sind eigentlich auch immer ganz cool bemalt. Einige haben manchmal aber ein paar Schönheitsflecken, weil die halt dann doch handbemalt werden, soweit wir es mal gehört haben. Ne? Gut, machen wir weiter. Für alle, die lieber auch gerne mal den Thomas hören wollen. Der ist ein bisschen erkältet und hat eine etwas angekratzte, heisere Stimme und muss die Stimme schonen. Aber wir wollten trotzdem dieses Video jetzt drehen. Also es tut mir leid, dass ich wieder quassel wie am quassel wie im Wasserfall. Das ist jetzt gerade zwangsweise so. So, der nächste, den muss ich jetzt ganz sackhaft halten, weil der ist uns schon mal runtergefallen und der Kopf ist abgefallen. Ne? Und du hast es gerade erst geklebt. Und wenn ich meine gerade, dann rede ich von unter einer Stunde. Mit Sekundenklinger. Der Ash aus Evil Dead. Das ist nicht der aus Ash vs. Evil Dead. Das ist der aus Armee der Finsternis. Einfach nur der... Ach nee, genau, aus Armee der Finsternis. Nicht aus Evil Dead. Armee der Finsternis. Da gibt es auch noch, wie gesagt, diese Ash vs. Evil Dead Variante. Da gibt es zwei. Und wir haben hier die normale, ohne Blut, ohne irgendwas. Ash vs. Evil Dead müssen wir eigentlich auch noch. Wie gesagt, und ich kann euch das ja mal zeigen. Hier sieht man ja diese, ne, diese Kante. Das ist uns abgebrochen. Also die Kante an sich ist normal. Aber normalerweise ist das halt befestigt. Und als es runtergefallen ist, ist uns leider der Kopf abgefallen. Der stand auch so ganz gut drauf. Ne? Also man konnte ihn trotzdem hinstellen mit Kopf. Aber wenn man ihn halt angefasst hat, ist es abgefallen. An sich kann man aber trotzdem noch den Hals drehen. Ist halt leider nur nicht schön, ne?
hat ein wenig geschmerzt. Für ihn und für uns. So, nee, ich mach erstmal noch den. Ich will die hier zusammen machen. Dann habe ich als nächstes den Jason Voorhees. Ja, da gibt es auch, glaube ich, noch eine zweite Variante von. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht täuscht das auch auf den Bildern, dass die Farben da halt einfach nur anders ausschauten. Manchmal sieht das halt von Produktbild zu Produktbild ein bisschen anders aus, obwohl es vielleicht die gleiche ist. Aber hier auch schön mit dem Blut an dem Messer. Machete. Und Machete, genau. Dem halben Auge hier. Ja, also hier sieht man zum Beispiel, was ich meine, von wegen handbemalt und nicht immer ganz so gut. Hier am Auge ist es halt nicht komplett durchgemalt. Also man sieht es jetzt nicht, weil die Kamera schält nicht scharf. Aber hier ist jetzt hier nur minimal. Es gibt aber auch Funko Pop Figuren, wo das ein bisschen eindeutiger ist. Aber ansonsten, wir mögen die. Ich weiß, viele finden die total furchtbar, ne? Und scheiße und hässlich und so. Habe ich am Anfang auch gesagt, bis dann irgendwann meine erste hier im Haus war. Und dann die zweite und die dritte. Wir haben gerade überlegt, was die erste war. Ich habe eine Meinung, noch ist sie nicht hier. Ne? Aber mal gucken, ich weiß es nicht. Es könnte auch schon. Es könnte auch schon die zweite gewesen sein. So, ich mache mal jetzt hier kurz nach oben. Kriegen wir hier vielleicht noch eine mehr? Die passen eh nicht alle rein. So, dann machen wir weiter mit einer ewig großen. Das ist das Gute. Also einige sind wirklich deutlich größer, aber irgendwie im gleichen Maßstab aufeinander abgepasst. Also das, was die Figur in etwa größer ist, ist sie dann auch als Funky Pop. Bei anderen passt es nicht ganz so doll. Dann müsste die aber hier, noch viel. Ne, da, der müsste natürlich deutlich kleiner sein. Kommt später. Keine aber Sorge. Der müsste dann deutlich größer sein. Ja, aber sie versuchen schon, die Figuren so ein bisschen aufeinander abzupassen und dann eine große Figur auch wirklich größer zu machen. Aber es gibt auch größere Figuren als diese hier. Aber erstmal reingehalten, der Cthulhu aus Cthulhu. Aus dem Lovecraft-Universum. Lovecraft-Universum, genau. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich kann nichts dazu sagen. Spontan gekauft auf der Comic-Con in Berlin. Da wussten wir noch gar nicht, dass es die als Funko Pop gibt. Sieht aber ziemlich cool aus. Sehr massiv, sehr schwer. Diese Statuette, die sie da im Comic-Laden hätten, die hätte ich mir auch kaufen sollen. So, dann die vorletzte aus dem Themenbereich Horror. Insofern wir das jetzt hier nicht falsch sortiert haben und ich irgendwas übersehen habe. Ja gut, den da hinten könnte man noch nehmen, ne? Den da. Den blauen. Das ist ja kein Horror. Ja, nicht wirklich. Horror auf andere Art und Weise. Den Pennywise aus dem Stephen Kings S-Film und zwar dem Original, also dem TV-Film. Ich weiß nicht, wie weit da noch andere Verfilmungen existieren, aber ich kenne jetzt nur den TV-Film und die Neuverfilmung. Das ist der aus dem TV-Film, also sprich die... Jetzt habe ich den Namen vergessen, scheiße, ich hätte es nicht sagen. Tim Curry. Tim Curry-Variante, genau. Ziemlich geil, auch eine so mit der ersten Horror-Funko-Pops, die wir uns gekauft haben und ja, die musste einfach sein, haben wir nicht lange überlegt. Wird auch schon ein bisschen seltener, ne? Könnte sein, sieht man auf jeden Fall nicht allzu oft. Gutes kleines Kerlchen, hat jetzt nicht so viele Details an sich, aber er muss auch nicht immer sein. Und dann die neueste in unserer Sammlung und insofern dieses Video noch vor dem Januar-Update erscheint, quasi ein kleiner Spoiler zum Januar-Update, denn die kennt ihr eigentlich noch gar nicht. Vielleicht aber auch schon, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das kann auch ein bisschen später kommen, das Video. Der Pennywise aus der Neuverfilmung. Den Skarsgård Pennywise. Da können wir auch mal die Verpackung zeigen. Der ist noch original eingepackt, wird aber, sobald das Steelbook with Boat. Anscheinend gibt es auch andere Varianten, weil das extra aufschreiben. Ja, ich glaube, es gibt aktuell noch. Andererseits gibt es hier auch keine. Ne? Dann hat man oben immer den. Das ist eigentlich immer gleich aufgebaut, die Verpackung. Und bei den exklusiven Dingern ist hier immer noch so ein Aufkleber. Und ihr seht hier keinen Aufkleber, also ist nichts Exklusives. War schon ausverkauft und wurde nochmal neu aufgelegt anscheinend. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, für euch nehme ich mir jetzt nochmal ganz kurz die Zeit. Packe ihn aus. Ich will die einfach mal am Stück nebeneinander da liegen haben. Und die Verpackung passt da gerade nicht. Und da ist das Boot. Genau, hier ist das Boot an meinem dicken Daumen. Und ja, ziemlich cool. Mit orangenen Haaren. Da gibt es übrigens eine Exklusivedition mit roten Haaren. Ja, die ist richtig teuer. Ja, da könnt ihr echt Geld hinpacken.
Und ja, da weiß ich, aber die haben wir nicht. Aber da reicht mir auch eine Variante. Er hat eh eigentlich nur eine Haarfarbe im Film. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass die Haarfarbe irgendwie wechselt. Genau, und dann haben wir auch schon das Steelbook vorbestellt. Und dieser Pennywise steht in so einem kleinen Fach drinne mit dem Steelbook. Und dann wird daneben, im zweiten Fach daneben, das andere Steelbook stehen mit der Figur. Dafür sind die echt ziemlich gut geeignet, ne, um was zu präsentieren. Und ja, das ist, also wir sind wie gesagt Fans und ja, das ist unsere Horrorabteilung. Ich würde sagen, da das Video eh länger wird als eine halbe Stunde und sprich, wir müssen eh schneiden, also was soll der Geiz? Wir machen eine kurze Pause und gleich ist so quasi ein Schnitt und alles ist weg. Also, und? Da sind wir wieder. Und machen weiter, wie gerade besprochen, mit der zweitgrößten Abteilung. Der zweitgrößten Abteilung, obwohl 2, 4, 6, 10, 11, 2, 4, 6, muss man ja als eine zählen. Ja, knapp kleiner. Wenn man diese eine kleine da als 9 zählt, sind es halt 9. Ich habe euch damit schon häufiger geärgert. Und natürlich muss das jetzt auch in diesem Update denn so sein. Denn ich habe eine nicht gerade kleine Die Schön und das Biest Funko Pop Sammlung. Es fehlen da noch 1, 2, 3. Aber ich würde sagen, die hier ist massiver als Cthulhu, ja. Aber ob ich die jemals noch kaufen werde, weiß ich nicht. Einige sind nämlich jetzt auch schon etwas seltener geworden und hier haben wir nämlich das Biest aus dem Disney-Zeichentrickfilm, nicht der Realverfilmung. Da gibt es noch eine andere Variante, die fand ich aber nicht so schön. Ich fand das immer schon ganz cool hier mit dem kleinen Vogel auf dem Kopf und dem anderen kleinen Vogel in der Hand. Das Biest sieht hier auch wesentlich schöner aus oder originalgetreuer aus, finde ich zumindest als, naja, original kann man ja nicht sagen, weil Funko Pop und verniedlicht und so, aber passt besser zu dem Original und ja, hat mir besser gefallen. Und verdammt schwer. Das verdammt schwer kann ich euch, also ich meine, ihr habt ja den Cthulhu jetzt eben schon mal gesehen, ne? So. Ja, der ist sogar noch ein bisschen kleiner, aber nur durch die Hörner vom Biest. Und auch wesentlich, so gar ein bisschen leichter auf jeden Fall. Ja, ich will auch ein bisschen. Ja. Das ist aber nicht die erste aus dieser Reihe. Das sind so die zwei massivsten, die wir haben. Genau. Es gibt noch wesentlich größere. Ich weiß, von Game of Thrones, ne, gab es da so richtig große, fette den Dinger. Drachen. Dann gibt es teilweise auch sowas wie. Ja, den Life-Size Baby Goot. Ja, dann gibt es aber auch noch sowas wie den Ghostbusters, das Ghostbuster-Auto mit einer Figur drin oder den Hogwarts Express mit Hogwarts-Figuren drin und so. Also da gibt es. Das wird dann echt, schon ein bisschen echt. Blöd. Aber die ganz, ganz großen mag ich nicht. Ich mag nur diese kleinen. Deswegen habe ich von den Großen auch nie was gekauft. Auch wenn sie vielleicht groß sein müssen, weil Figur groß und so. Die Drachen von Game of Thrones sind ja auch ein bisschen größer. Aber ich mag eigentlich eher nur diese Größe. So, aber, mich schon wieder festgehalten, den packen wir mal schön ein bisschen in die Mitte, weil der halt so schön massiv ist. Und machen weiter mit dem zweiten aus der Disney-Zeichentrick-Reihe. Und zwar den Lumiere. Fand ich super süß. Ist es auch. Das Einzige, was mir manchmal hier echt nicht gefällt, sind so eine Verarbeitungsstellen. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube nicht, dass es Teil der Figur ist. Ne? Aber an sich ziemlich cool. Geil wäre es noch, wenn sie leuchten würde. Ne? Also wenn hier irgendwie das so mit Sonne oder sowas leuchten würde. Ach, meine Güte. Meckern auf hohem Niveau. Ich hätte gerne noch die anderen teilweise, aber es, ja, man kann nicht mal alles haben. Bisher zumindest nicht. So, denn die anderen, die ich jetzt habe, kommen aus der Realverfilmung. Da habe ich quasi von jeder Figur, die es gibt, eine Variante. Soll heißen, von Belle gibt es irgendwie 6, 7 Figuren, da habe ich nur 2. Also ich habe nicht alle, aber schon fast alle. Und auch hier fangen wir mit dem Biest an. Da sieht man auch schon so ein bisschen den Unterschied zur Realverfilmung und dem Disney-Zeichentrick. Sieht halt anders aus, ne? Hat mich am Anfang nicht gleich so angesprochen, muss ich gestehen, weil, also die Realverfilmung an sich, weil ich das gar nicht so cool fand, wie das so dargestellt wurde. Aber, nun gut, die nächste Figur ist dann wieder mal der Lumiere. Hm? Da sieht man irgendwie, also er sieht vielleicht hier ein bisschen niedlicher aus als da, aber meine Güte, Geschmackssache,
trotzdem passt es halt gut zum Film. Er ist hier aber auch menschlicher als genau, da. Das ist wohl wahr. Er hat halt wirklich einen richtigen Kopf und nicht nur eine... Und auch einen richtigen Bein. Und einen richtigen Körper und alles, genau. Dann machen wir weiter mit Monsieur Unruh. Den gefällt mir allerdings ganz cool. Also ganz cool. Wobei, wieder bei der Funko Pop von der Zeichentrickfilmreihe ist er niedlicher. Ne? Aber gut. Das weiß ich nicht. Weiß aber nicht, an sich gefällt mir hier die Figur auch echt sehr gut. Also, keine Reue. Dann, ups, machen wir hier mit einem Set weiter. Also eigentlich ist das quasi eine Funko Pop Figur, aber es besteht aus zwei Figuren. Und zwar, Entschuldigung, Mrs. Potts und Madame Pomfrey. Bitte. Madame Pomfrey oder Mrs. Potts und Tassilo bzw. Chip. Ich glaube, hier ist Chip, ne? Im Original. Ja. Ja. Gut, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, was mir an dieser Figur nicht gefällt. Aber das, da kann die Figur nichts für, weil das ist halt originalgetreu. Und das hat eigentlich jetzt auch nichts damit zu tun. Aber ich meine jetzt sowas wie in der Originalverfilmung ist halt der Rüssel die Nase. Und hier nicht. Das gefällt mir nicht. Bei der Neuverfilmung gut. Naja. Aber wie gesagt, das sind ja jetzt so Sachen, die haben hier in dem Moment ja nicht wirklich was mit der Funko Pop zu tun. So, die lasse ich mal so stehen. Und jetzt... Theoretisch könnte man da sogar was trinken. Ja. Theoretisch. Aber wer macht das schon? Kommen wir zu den zwei Bells, die ich besitze. Da habe ich zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen... die schöne Variante, in Anführungsstrichen. Schön. Nämlich als... ja, schöne im Schloss mit dem gelben Kleid und der roten Rose. Da gibt es auch noch eine andere Variante im gelben Kleid. Aber da hält sie keine Rose. Ich habe aber keine Ahnung gerade, ob sie irgendwas anderes hält. Ich glaube, sie hält gar nichts. Aber mein Bein ist eingeschlafen. Ja, meine bald auch. Ich fand die mit Rose viel, viel schöner, weil halt Rose, ne? Vielleicht hole ich mir auch irgendwann nochmal die anderen Bells, aber eigentlich... Gibt es eigentlich so auch eine Belle mit Hose? Mit Hose? Nein, aber es gibt noch eine andere mit sowas in der Art wie eine Hose, aber doch eher Kleid. Nämlich die Dorfbell. Die war exklusiv Walmart, ja. Walmart exklusiv. Stand bei uns aber im Mediamarkt rum. Naja, ne? Ist manchmal lustig. Exklusiv irgendwo, aber doch überall zu kaufen. Ja, die exklusiv New York Comic Con Dinger kriegst du ja auch. Ja. Wenn du Glück hast, für einen entsprechenden Preis. Genau. Das war, ich guck nochmal, meine schöne Das Biest Funko Pop Sammlung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen wieder einen kleinen Schnitt und räumen derzeit alles weg. Und die nächste Runde geht weiter. Und ohne uns groß abzusprechen, entscheide ich jetzt mal mit mich für die, ich sage mal, drittgrößte Gruppe, nämlich die Gruppe Sport. Nennen wir Sport. Denn wir haben auch einige Funko-Pops zum Thema Sport. Und genau genommen zu zwei Themen, nämlich Football und Wrestling. Yeah. Wieder ein beliebtes Thema auf unserem Kanal. Vielleicht nicht bei jedem. Aber egal. Ich würde sagen, die hältst du rein, das ist deine. Und ich fange mit meiner an. Ich meine, eigentlich sind das ja unsere. Aber mein Verein, meine Funko Pop. Und zwar Aaron Rodgers von den Green Bay Packers. Ich halte jetzt keine große Rede darüber, was hier und überhaupt. Es ist halt Football. Man muss ihn nicht kennen. Und deswegen nur Aaron Rodgers. Und... die Packers. Und da du deine gerade auspackst, kannst du deine reinhalten, während ich meine auspacke. Okay, er will nicht. Ich mache also einfach weiter. Ich zeige sie euch nochmal ganz kurz, ohne, es tut mir leid für dieses unprofessionelle Verhalten. Denn, was besonders ist, man kann diesen wunderschönen Helm abnehmen. Und dann steht er da ohne Helm und hat den Football in der Hand. Die haben beide die 12. Ja, verrückt. Wen hast du da? Ich glaube, die wenigsten erkennen ihn. Andrew Luck. Musstest du jetzt auf den Karton gucken, wie er heißt? Ja. Da steht's aber auch. Andrew Luck von den... Colts. Indianapolis Colts, genau. Da steht sogar der Name drauf. Und deiner hat auch, wie meiner, einen Helm. Ja, die soll man dann so hinstellen oder muss man nicht, kann man aber. Und na, so sind sie in der Verpackung. Genau. Insgesamt kann man sich aber auch zu diesem Thema tot und dämlich kaufen, selbst wenn ich nur meine Mannschaft kaufen würde. Aber gut. Das sind ja nicht alle. Nee, sind nicht alle, aber die gibt es zum Beispiel, nur dass, wenn man jetzt schon mal dabei ist. Ne? Es gibt unterschiedliche Reihen,
Die ist jetzt schon die Nummer 30, aber es gibt Aaron Rodgers auch. Erste Reihe. Es gibt auch Aaron Rodgers noch in anderen Varianten, vor allem die es interessiert. So, jetzt packe ich nochmal schnell den guten Experten hier aus. Von einer sogar, Mannschaft, wo wir... mir sogar eine Johnny Manziel von GoPop gemacht, ey. Da sind wir jetzt nicht der Riesenfan von, aber trotzdem haben wir uns den mit in unsere Sammlung genommen, weil irgendwann wollten wir auch alle Funko Pops der Quarterbacks haben. Werden wir wahrscheinlich nie haben, aber wir hatten uns das mal so überlegt, dass man ja mal so die Funko Pop Quarterbacks... Ja. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer ist das überhaupt? Das ist Russell Wilson von den Seattle Seahawks. Und dann auch eine relativ neue... und neuere Funko Pop, denn irgendwann haben sie dann sich gedacht, auch Mensch, die Helme sind ja ganz cool, aber wir machen mal welche ohne, dann kaufen sie nochmal. Deswegen gibt es auch von einigen diese Variante, nur mit Pudelmütze, die kann man nicht abnehmen, die Pudelmütze. Hier haben wir Ben Roethlisberger von den Seattle, nein, Entschuldigung, Pittsburgh Steelers. So, und dann, ohne jetzt groß weiter darauf einzugehen, alle mit dem Football in Hand, finde ich gut. Machen wir mit den Wrestling-Figuren weiter. Da haben wir richtig geile. Unter anderem hier den Kane. Das Gute ist, er ist auch Schauspieler, also passt auch zum Thema Film. Ne? Den Kane, den man halt aus Seen und Evil kennt, aber hier in seinem Ring-Outfit bin ich mir nicht sicher, ob da exklusiv drauf steht. Hätten mit wir Maske. Den Genau, mit Maske auf jeden Fall. Beim nächsten weiß ich das, wenn du zumindest den linken davon nimmst. Das ist eine Exklusivvariante. Den gibt es nämlich genau so, wie er da ist, nur ohne Schminke. Also das ist Schminke, ne? So sieht er natürlich nicht in echt aus. Den Finn Balor, oder besser gesagt den Demon Balor. Also diese Figur Demon, gibt es stimmt. Wirklich 1:1, auch in dieser Pose, nur eben halt ohne diesen Demon King-Anstrich, ne? Der war irgendwo exklusiv, aber wir wissen es beide jetzt nicht mehr. Aber ziemlich geil und so sieht er natürlich viel interessanter aus als ohne, weil sonst wäre er halt einfach nur Menschenfarbe. Ja, so. Also die Funko Pops ohne Markenzeichen, die halt einfach nur ein Gesicht haben, finde ich meistens gar nicht so cool. Also die hat zwar auch einfach nur ein Gesicht in Anführungsstrichen, aber da sind ja wenigstens noch die Haare ein Markenzeichen. Das ist nämlich die gute Paige, die jetzt leider die WWE verlassen hat. Nein. Muss. Naja, nicht verlassen hat. Also sie den In-Ring. Ach, Entschuldigung, ich habe es jetzt falsch ausgedrückt. Die nicht mehr wresteln darf. Und den nächsten... den kennt aber jeder. Den müsste eigentlich jeder kennen, auch wenn man nicht Wrestling-Fan ist. Nämlich den guten John Cena, denn auch dieser gute Mann den gibt's auch in Grün, ist für einige Filme bekannt und bald dann auch ähnlich wie The Rock in größeren bekannten Filmen. Sprich Bumblebee. Den gibt es auch mit dem grünen Hut, also grün-orange-farbenen Hut. Ja, das ist unsere Sportfraktion und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen letzten Schnitt. Den Rest packen wir auch einfach mal so zusammen. Bis gleich. So, weiter mit der letzten Runde. Das wird ein relativ buntes Potpourri, auch nicht ganz so bunt, aber man kann schon ein paar Überbegriffe finden und den ersten Überbegriff, den ich euch jetzt vorführen möchte, ist Thema Superhelden, Marvel, DC, also eher Marvel als DC. Ich fange auch gleich mal mit den einzigen DC-Charakter an. Ich will ihn nicht Superheld nennen, weil eigentlich ist er ja nicht so ein richtiger Superheld. Ein Held der bösen Fraktion und zwar den Killer Croc aus Suicide Squad. Ja, gab's mal billig für einen Apfel und ein Ei bei uns für 7 Euro, glaube ich, wenn ich mir die Euro... Der passt perfekt zu unserer Harley Quinn und unserem Deadshot, auch wenn das halt keine Funko Pops sind. Aber der ergänzt dieses Duo ganz gut, finde ich. Und sieht echt ziemlich geil aus. Sehr detailhaft auch hier im Gesicht. Und cooles Outfit. Dann ein, ich glaube, der erste Vertreter unter dem Bereich Wackelkopf. Ich mag die eigentlich auch nicht so, weil irgendwie alles sehr instabil ist. Die Comic-Variante, muss man ja schon sagen. Der klassische Iron Man. Der klassische Iron Man, genau. Also, der wirklich klassische. Das ist der Iron Man aus den 60ern. Ja. Quasi. Da könnten sie eigentlich mal ein Update bringen. Haben Gleich die, zum neuen schon. Film, ne? Haben sie das nicht sogar? Ich glaube, zum neuen Film werden sie nochmal. Also,
Der ist ganz cool. Hat aber auch so seine kleineren Anmalproblemchen. So, dann gleich weiter mit dem nächsten Wackelkorb. Ich bin Hulk. Das ist der coolere Hulk. Genau, da gab es verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Grünfarben. Jetzt gibt es auch schon einen neuen von Thor Ragnarok. Und der sieht, ja, ich ärgere mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ich den nicht gekauft habe. Von der Farbe her sehr dem hier. Ich habe den im Berlin einmal rumstehen, den. Ähnliches Grün wie hier, aber es gibt noch einen mit einem anderen Grünstich und einer anderen Pose, den fand ich bisher nicht geil. Ich habe den ja nur auf dem Bild gesehen, aber der ist ganz cool und ja, steht nur ein bisschen schlecht. Also könnte besser stehen. Dann, wieder ein Wackelkopf. Die Wackelköpfe gibt es anscheinend nur bei Superhelden. Rocket Raccoon, hätte ich beinahe gesagt. Ja, heißt er ja auch. Heißt er wirklich Raccoon? Rocket auf jeden Fall. Aus Guardians of the Galaxy. Mit den typischen... Den, ja, da könnte man sich eigentlich auch noch ein oder zwei von Guardians holen. Weil das ist nicht der einzige Vertreter, den wir haben. Zum Beispiel den Lifestyle ist gut. Hier ist zum Beispiel die Feder so ein bisschen etwas extrem. Ich hätte den noch so ein bisschen, naja. Also ich bin, wie gesagt, nicht so ein Fan von diesen Wackelkopf-Varianten. Aber es gibt keinen normalen. Deswegen musste ich den jetzt mehr oder weniger musste ich nehmen. Jetzt kommen wir zu, ich würde behaupten, meiner ersten Funko-Pop-Figur. Vielleicht irre ich mich auch, aber es müsste die erste sein. Und damit fing auf jeden Fall alles an, weil die so super süß und niedlich war. Leider auch mit Wackelkopf. Aber ich wollte die unbedingt haben und habe sie mir schenken lassen. Von Ralf. Kann man an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und ich bin immer noch sehr begeistert. Ist super niedlich aus. Und die beste Groot-Figur, glaube ich, die ich bisher gesehen habe als Funko-Variante. Ja. Leider mit Wackelkopf, aber na gut. Obwohl die neuen Baby-Groot-Varianten, die sind auch ganz nett. Ja, stimmt. Aber ich mag die Life-Size-Variante nicht ganz so gern wie du. Gut, das war unsere Superhero-Abteilung. Wir machen weiter, weil du sie gerade hältst, anscheinend mit Disney. Oder nicht? Ja, das war der Trick drin. Dann mache ich weiter mit einer anderen Variante, weil Disney haben wir ebenfalls nur eine, wie von dieser hier. Keine bestimmte Kategorie, nicht wirklich Horror, obwohl eigentlich schon, aber auch die passt nicht so richtig zu Horror. Und zwar E.T. nach Hause telefonieren. Auch ein super, super süßer Kerl hier mit diesem genau Leuchtfinger und man sieht sogar sein Herz und sowas, ne, was man ja auch im Film sieht. Oder zumindest kann man da so ein bisschen durchgucken. Mit dem kleinen Bäuchlein. Und echt super gemacht. E.T. nach Haus telefonieren. Den haben wir auch in unserer Sammlung. Ebenso passt auch nicht wirklich zu irgendeiner Kategorie, auch weil das nicht wirklich Horror ist. In meinen Augen zumindest nicht wirklich Horror ist. Taxi Driver. Robert De Niro. Hier leider mit ein wenig, kann man das sehen, krumm und schiefen Pistolen. Und den haben wir schon gerade gerührt. Und das ist schon, genau, das ist schon etwas gerade gerückt, aber wir haben halt Angst, dass es irgendwann abbricht. Aber an sich trotzdem eine ganz coole Figur und sofort zugegriffen, als wir ihn gesehen haben. So, jetzt hast du hoffentlich sauber genug den Disney Wall-E. Steht sogar vorne drauf. Und ein kleiner süßer Kerl, der die ganze Zeit eingepackt bei uns rumstand und extra für dieses Video jetzt ausgepackt wurde. Damit er einstauben kann. Aber super süß, auch sofort zugegriffen, als wir ihn gesehen haben. Und bereuen tun wir auch hier den Kauf nicht. Ich bereue es aber generell bei keiner Figur eigentlich. Die sind alle toll aus. So, denn noch eine Kategorie, die nur einmal vertreten ist, könnte man auch zu Horror nehmen. Das ist die Figur, wo ich meinte, die könnte zu Horror passen, aber ist halt doch nur einfach Trash. Der Sharknado. Auch so bekloppt. Eigentlich eine ziemlich hässliche Figur. Ja, aber die ist voll niedlich, der aber so genial. Ich finde den Hai echt niedlich gemacht. Ja. Einen kleinen, dicken Hai in so einem Sturm. Der irgendwie die ist auch verdammt groß, ne? Ja. Also ist echt, also wenn man sich mal anguckt gegenüber Wally, die haben wir echt lange stehen lassen auch. Ja, du hast ein bisschen überlegt am Anfang, ne, bevor du zugeschlagen hast, aber. Also bekloppt, egal. Ne? Von einem Trash-Film eine Funko Pop. Ja. Ich meine, es gibt keinen Ghost Shark Funko Pop. Was ja geil wäre, wäre so eine Two-Headed Shark Attack oder Three-Headed Shark Attack Funko Pop. Ja, das würde man sogar noch hinkriegen, ne? Ich muss hier mal ein bisschen. Aber die Platz müsste machen. Auch größer werden. Hier. Wegen den Köpfen.
Das, ja, stimmt. Gut, dann haben wir noch zwei kleinere Kategorien. Akku wird schwach, aber ich denke, es reicht trotzdem. Und zwar das Thema Serien. Da fange ich an mit meiner, ich würde sagen, Lieblingsserie. Und zwar dem Hurley aus Lost. Hier nur stilecht mit dem Schokoriegel in der Hand. Wer die Serie kennt, weiß, warum er einen Schokoriegel in der Hand hat. Wer die Figur sieht, kann er ahnen, warum er einen Schokoriegel in der Hand hat. Ja, Hurley. Und dann aus unserer, ja, eigentlich fast bald neuen Lieblingsserie wahrscheinlich, wenn sie beendet wurde und ordentlich abgeschlossen ist, haben wir hier Game of Thrones. Und zwar Tyrion Lannister. Das ist übrigens so eine Figur, wo ich sage, normales Gesicht finde ich irgendwie langweilig. Zumal er ja auch Narben hat. Und theoretisch hätte man diese Narben auch irgendwie mit reinbringen können. Aber ich weiß, es gibt eine Funko Pop von Tyrion, wo er diese Narben hat. Aber er hatte ja eigentlich von Anfang an so ein bisschen. Beziehungsweise er ist ja an sich sehr schrumpelig und rumpelig auch so gewesen. Und man hätte den noch ein bisschen hässlicher machen können. Da, trotzdem niedlich dabei. Aber naja. Also normal hätte ich sie mir nicht gekauft. Aber weil Tyrion einfach eine coole Figur ist, wollte ich die gerne als Funko Pop haben. Weil an sich wäre der mir sonst einfach, es hätte auch jede andere Figur sein können. Also man muss schon wissen, was das ist, damit man... Er kennt schon Tyrion. Ja, auch weil er ein bisschen kleiner ist. Man sieht das jetzt hier neben Hurley, er ist schon kleiner. Und da, die nächste Figur... Da gibt es auch mehrere Varianten. Ja, definitiv. Und zwar, ach Mann, ey, die Mutter der Drachen, nicht Cersei, ach Gott, ey, ach denk, helf mir, ach Mann, ach Scheiße. Oh, so peinlich. Wenn man drauf kommen will und nicht drauf kommt und einfach nur quatscht und dadurch noch weniger denken kann, obwohl man eigentlich nur quatscht, damit man irgendwie die Zeit überdrückt. Ah, ist das peinlich. Ich habe den Namen komplett weg. Mit D. Daenerys. Habe ich doch gewusst. Daenerys. Die Mutter der Königin, die Mutter der Drachen und diverse andere Dinge. Was hier ganz interessant ist, hier hat man, noch so eine Art Stoff, also das kann man so ein bisschen bewegen. Ne? Das ist hier so ihre Schleier und so angedeutet. Ganz cool, ganz gut gemacht. Bei ihm nicht. So, und dann, auch wenn sie nicht wirklich mehr raufpassen, ich mache mal hier noch ein bisschen Platz. Ich möchte, weil mir diese Kategorie natürlich auch irgendwie wichtig ist, habe ich noch drei Harry Potter Figuren und zwar hier den Severus Snape, musste sein, Lieblingsfigur, nahezu Lieblingsfigur aus diesem Film, musste ich als Funko Pop haben, ist glaube ich auch die erste aus Harry Potter Bereich und an sich auch schon sehr, ein bisschen selten. An sich sehr schlicht, aber hier auch stilecht mit Zauberstab, ne? Sieht man nicht alle Nase lang, das ist wahr. Ich weiß aber nicht, wo der Wert an sich ist. Dann, aber den Hauptdarsteller, wo es unterschiedliche Varianten gibt en masse, das ist auch die, wo ich zuerst noch meinte, es gibt zigtausend manchmal Varianten. Hier haben wir die Schülervariante. Ich glaube, es ist auch sogar die 1 aus der Harry Potter Reihe. Es gibt ja auch fast 100 Harry Potter Funko Pop Figuren. Ich hätte sie gern schon irgendwie ein bisschen. Bei Hermine müsste man aber eigentlich die Ballkleid-Variante kaufen, weil die sieht am besten aus. Also ich hätte gerne von jeder Figur, sagen wir es mal so, mindestens eine. Ja, viel Spaß. Aber ich glaube, ich werde es nicht haben. Aber wie gesagt, hier ist es die normale Abteilung. Gibt es eine noch mit Sportkleidung, dann gibt es eine mit diesem offiziellen Quidditch-Bereich. Dann gibt es eine im Schlafanzug, glaube ich. Dann diese mit Smoking für den Ball gibt es auf jeden Fall auch. Gibt es ja eine auch mit Besen? Mit Besen, okay. Glaube ich, ja, könnte auch noch eine existieren. Also es gibt zig und nur Harry Potter. Und das gleiche gibt es meistens auch noch von Hermine und Ron. Also ihr könnt euch ja so vorstellen, wie viel es alleine schon... Bei dir haben wir echt lange gebraucht, bis du die gekauft hast. Ja, aber als ich sie gesehen habe, war mir irgendwie klar, die ist so genial und niedlich. Den Dementor. Also eigentlich ist das ja überhaupt keine niedliche Figur. Also hier so die Hände und hier auch das Gewand. Ein bisschen tiefer halten, dann sieht man das so. Genau. Da, sehr ausgearbeitet. Genau. Hier auch die eingedellt. Also ich meine, es ist halt so, wie der Dementor ist, aber es ist niedlich. Ich weiß, sie soll es nicht sein, aber es ist einfach genial. Ja,
Und dann, auch wenn es die letzte Funko-Pop-Figur ist, haben wir noch 3-4 kleinere Varianten, die zu diesem Thema ganz gut passen. Teilweise schimpfen sie sich, glaube ich, auch Funko-Pops und teilweise einfach nur Mini-Vinyl. Also es passt in diese Kategorie, ist aber keine astreine Funko-Pop. Die hier jetzt schon eher, aber warte mal, davor habe ich noch eine andere. Und zwar den Captain America. Eigentlich als Anhänger. Hier oben ist noch ein Loch drin, aber das kann man rausschneiden. Das ist eine Mini-Funko-Pop. Drehen. Es ist eine Mini-Funko-Pop. Captain America. Packe ich hier gleich mal neben. Ne? Dann, passend zum aktuellen Thema. Ups, ey, jetzt fällt's mal. Die Hermine. Mit Hut. Übrigens. By the way, auch wieder ein kleiner Spoiler, kommt eigentlich erst im Januar-Update. Hermine, das sind diese Mini-Vinyl-Dinger aus diesen Überraschungspaketen. Ne? Also es ist keine richtige Funko-Pop, aber ist halt auch ähnliches so verniedlich. Ähnliches Material, ist ja alles Vinyl und ja. Hermine habe ich doppelt, wer eine haben will, meldet sich bei mir. Also ich meine, wer mir eine abkaufen will oder tauschen will, tauschen wir natürlich am besten. Dann habe ich noch ein Testral. Testral, genau. Ich habe jetzt gerade auch schon wieder überlegt. Hier mit den Flügeln und dem. Also ein bisschen zerbrechlich. Ich glaube, wenn mir die runterfällt, könnte ich hier was abbrechen. Aber auch ziemlich cool. Ich finde das ganz cool. Passt auch perfekt zum Dementor so ein bisschen. Ist halt nur kleiner. Aber ja. Den Testral. Dann aus dem Bereich Game of Thrones nochmal. Oh Gott, da weiß ich es jetzt echt nicht. Das ist. Ach, wie heißt der? Samuel Tarly. Samuel, genau. Vermuten wir, ja. Also er sieht halt total nach ihm aus, ne? Also es ist leider auf der Verpackung nicht aufgeschrieben, was das genau für Figuren alles sind. Bei den meisten weiß man es und erkennt man es. Aber also eigentlich erkennt man schon alle fast. Ich würde sagen, es ist Samuel. Also John Snee passt nicht. Vom Bart her und so, sowas hatte er nicht. Das hatte eigentlich nur Sam. Also insofern müsste er das sein, wenn wir uns da jetzt irgendwie irren. Dann sind wir halt doof. Es könnte Samuel sein, weil er hat ja ein Drachenglasdolch in der Hand. Und damit tötet er ja so einen weißen Wanderer. Mhm. Und dann, auch aus so einer Überraschungspaketpackung, haben wir auch gerade erst reingehalten, den guten Thor, auch wieder als Wackelkopf. Echt, also den finde ich immer noch ziemlich genialst. Ich weiß nun leider nicht, wo ich den jetzt noch packen soll. Komm mal hier, Cap. Geh mal beiseite, du bist da ein bisschen im Weg. Ich könnte auch einfach die Kamera ein bisschen ausfahren. Warte kurz, ich hole noch die allerletzte, die habe ich wirklich jetzt vergessen. Und zwar ist das, die gibt es auch in groß, Harry Potter mal wieder, auch aus dem Überraschungsoutfit. Das müsste dieses Quidditch-Outfit sein. Und ja, das wäre dann jetzt die letzte zum Thema Funko Pop. Und ja, das letzte Bild sieht doch ganz cool aus. Ich würde sagen, zum Verabschieden bereiten wir das jetzt hier nochmal vor und zeigen euch nochmal alle auf einen Blick. Dauert immer wieder ein kleiner Schnitt. Bis gleich. So, ein letztes Mal melden wir uns nochmal zurück und sagen auf Wiedersehen. Und hier nochmal alles als Überblick. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, also das Video. Ihr könnt da gerne mal eure Meinung da lassen. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die Funko Pops nicht mögen und die einfach hässlich finden und scheiße und so. Es gibt garantiert aber auch welche wie wir, die dem Ganzen schon was abgewinnen können. Vielleicht nicht unbedingt alle kaufen müssen. Wir kaufen ja auch nicht alle. Also wie gesagt, einige sind halt dann auch einfach. Also wenn ich denn eine, als Beispiel jetzt eine Figur habe, die soll halt Michael Corleone darstellen und ich denke mir, Mensch, du siehst aber auch aus, du könntest also auch Fox Mulder sein, ja? So, also wirklich, ohne Scheiß, weil Fox Mulder sieht fast ähnlich aus. Denn, aber bräuchte man ja eh auch noch. Ja, Fox Mulder und Scully, ja. Aber es ist halt so, ich denke mir, nee, ich hätte gern Michael Corleone, aber irgendwie, du siehst halt nicht so besonders aus. Aber meine Güte, so ist das halt. Aber hier, glaube ich, haben wir eine ganz gute Auswahl getroffen, wo man zumindest schon auch erkennen kann, wer es sein soll. Würde ich behaupten, ne? Und ja, also wie gesagt, Meinungen sind erlaubt. Auch negative, also jetzt
zu Funko Pops, ja, gerne auch zu uns, aber nun gut. Und ja, das war's. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und wir melden uns dann demnächst wieder zurück. Ach ja, wir haben ja eigentlich noch was versprochen, ne? Mhm. Vielleicht drehen wir das ja gleich und vielleicht kommt dieses Video auch schon im Feuer. Haha. Mir fällt mir gerade ein, wir wollten ja noch die Kill Bill Box vorstellen. Haben wir noch nicht getan, bis jetzt zumindest. Aber vielleicht ist das Video schon online. Professionell ist anders, aber egal. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und vielleicht noch ein letztes Wort von dir. Ciao!